Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um einen kleinen Schock, den mir meine Degus zugefügt haben, beziehungsweise June. Denn ich habe June so vorgefunden, wie ihr jetzt seht. Ich habe halt gedacht, hat dieser Degu schon wieder Schmerzen und was ist passiert? Und ich habe sie mir dann angeguckt und auch beobachtet und sie dann auch wieder reingesetzt. Es war nämlich nichts und sie hat halt die ganze Zeit auch einfach weitergequietscht und irgendwann war mir dann klar, was los war. April und June hatten nämlich so ein bisschen Konflikte, die sind sich so besprungen, haben sich geprügelt, sind sich hinterhergerannt. Das war noch nicht so richtig Jagen, aber so ein bisschen Probleme irgendwie. Und irgendwann war mir dann tatsächlich auch die Ursache klar. Die Ursache seht ihr nämlich jetzt. Julie und May stehen ja gegenüber von June und April. Und ja, Julie wächst ja nun wirklich schön immer mehr und ja, sie stänkert halt wirklich sehr, sehr gerne May an. Also wirklich sehr, sehr gerne. Und meistens ist dann irgendwann der Punkt, wo May sagt, pass auf, es reicht jetzt. Und dann bespringt halt May Julie und Julie zwitschert dann total unterwürfig. Und dieses unterwürfige Gezwitscher macht April und June einfach Kirre im Kopf, weil die irgendwie denken, bist du das? Und dann wollen die sich gegenseitig wieder bespringen und irgendwie. Eigentlich müssten sie ja wissen, dass das keiner von denen ist, weil sie sich erkennen. Aber sie können halt damit in dem Augenblick nichts anfangen. Das Verhalten von May und Julie ist halt ganz normal. Das ist kein Paarungsverhalten. Da geht es halt ein bisschen um die Rangordnung. Und die sind dabei noch wirklich echt friedlich und machen das gut unter sich aus. Ja, aber da ja die anderen beiden davon so verwirrt waren, haben wir die dann erstmal in einen anderen Raum geschoben. Und da haben sie sich dann tatsächlich auch ganz schnell wieder beruhigt und das war alles wieder gut. Kein Gequieke mehr, alles super. Aber der Schock war trotzdem erstmal da. In dem Video bespringt übrigens Julie May, also das kommt halt auch mal vor und May bietet das teilweise auch an, aber noch ist halt May der Chef. Bin mal gespannt, ob sich das nochmal ändert, aber solange alles gut geht, kann sich das von mir aus auch jeden Tag ändern. Hauptsache, die tun sich nichts. Ja, im nächsten Video zeige ich euch dann mal, was die kleine Julie schon alles kann. Die hat nämlich jetzt auch schon ein paar Tricks gelernt und ja, dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen und tschüss!